Beantwortung der Fragen zur Verfügung gestanden haben und rufe damit unseren nächsten Tagesordnungspunkt auf, nämlich die Fragestunde, die in der Ihnen bekannten Reihenfolge der Ressorts die eingereichten Fragen beantworten wird, soweit hier nicht eine schriftliche Beantwortung erbeten ist. Das gilt bereits zum Beispiel für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, wo, wenn ich das richtig sehe, alle eingereichten Fragen nun schriftlich beantwortet werden sollen. Ich rufe dann auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Auch hier sind die Fragen 5 und 6 zur schriftlichen Beantwortung angemeldet worden. Dann rufe ich auf die Frage 7 der Kollegin Höger über den Anstieg von Unfällen mit Landminen und explosiven Kriegsresten. Das ist aber dann auch schon der Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes, wo freundlicherweise Frau Staatsministerin Böhmer zur Verfügung steht. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Frau Kollegin Höger, ich darf die Frage wie folgt beantworten. Die Bundesregierung unterstützt weltweit Projekte der humanitären und Minenkampfmittelräumung und ist eine der wichtigsten internationalen Geber. Die Publikation des Landmine Monitors wird von der Bundesregierung seit mehreren Jahren aus dem Haushaltstitel für humanitäre Hilfe gefördert. 2016, darf ich Ihnen sagen, waren das 400.000 Euro. Und wie aus diesem Landmine Monitor hervorgeht, sind die hohen Opferzahlen fast ausschließlich auf die Konflikte in Libyen, Syrien, Ukraine und Jemen zurückzuführen. Teilweise ist der Anstieg auch durch eine bessere Datenlage zur Erfassung der Opfer zu erklären. Die Bundesregierung plant, die Förderung des humanitären Minenräumens in diesen Staaten fortzusetzen bzw. zu erhöhen. Ausschlaggebend für Projekte ist jedoch der verbesserte Zugang zu den betroffenen Gebieten für Räumorganisationen und eine geringere Wahrscheinlichkeit von erneuter Kontaminierung durch anhaltende bewaffnete Konflikte. Gleichzeitig strebt das Auswärtige Amt in Bezug auf die gestiegenen Opferzahlen eine stärkere Berücksichtigung der Opferfürsorge innerhalb des Bereichs Minen- und Kampfmittelräumung an. Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Räumung von Sprengfallen und improvisierten Landminen. Insbesondere die vom sogenannten Islamischen Staat befreiten Gebiete in Syrien und im Irak sind in hohem Maße kontaminiert. Dies stellt eine tödliche Gefahr für Leib und Leben der zurückkehrenden Bevölkerung dar. Die Räumung von Sprengfallen ist hier zudem eine wichtige Vorbedingung für das Leisten der humanitären Hilfe. Frau Höger. Ja, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich finde schon gut, dass die Bundesregierung Engagement in Minenräumenprojekten auch erhöht hat, auch mehr Geld bereitstellt. Aber wenn man das ins Verhältnis setzt zu dem Verteidigungsetat, ist es doch eher wenig. Und es müsste viel mehr meines Erachtens in Konfliktvermeidung investiert werden. Und welche Möglichkeiten sehen Sie da, dass Minen gar nicht erst gelegt werden und Kriege nicht geführt werden? Frau Staatsministerin. Frau Kollegin Höger, Sie stellen eine Frage, von der ich nur sagen kann, das wünschen wir uns alle, dass keine Minen gelegt werden und dass keine Kriege geführt werden. Frau Höger. Wir hatten in der letzten Legislaturperiode schon mal eine lange Diskussion darüber, dass es Produkte gibt, Investmentprodukte, Investitionen in Firmen, die Landminen und Streumunition herstellen. Wir sind der Ansicht, dass das verboten werden sollte, die Investitionen in Firmen, die in Streumunition und Landminen investieren. Wie steht die Bundesregierung dazu? Also ich glaube, das ist eine Überlegung, die man sehr genau sich anschauen muss. Und ich verstehe auch sehr gut, wenn Sie sagen, es ist alles zu tun, damit solche Minen überhaupt nicht hergestellt werden. Das ist eine wichtige Überlegung. Vielen Dank. Damit komme ich zur nächsten Frage 8. Sie wird ebenfalls wie die Frage 9, 10 und 11 schriftlich beantwortet. Die Frage 12 und 13
14 werden ebenfalls schriftlich beantwortet. Damit rufe ich jetzt die Frage 15 auf, des Abgeordneten Dr. Alexander Neu. Ja. Ich darf die Frage wie folgt beantworten. Die Bundesregierung verfügt hierzu über keine eigenen Erkenntnisse. Die US-Regierung veröffentlichte im Juli 2016 erstmals aus US-Antiterror-Einsätzen resultierende Opferzahlen außerhalb von aktiven Kampfgebieten. Diese betreffen den Zeitraum zwischen dem 20. Januar 2009 und dem 31. Dezember 2015 und nicht notwendigerweise nur Drohneneinsätze. Bei 473 Einsätzen wurden danach zwischen 2.372 und 2.581 Kombattanten getötet. Darüber hinaus seien zwischen 64 und 116 Nichtkombattanten ums Leben gekommen. Der Bundesregierung ist bewusst, dass die Statistiken anderer Quellen, zum Beispiel von Nichtregierungsorganisationen, teilweise zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Es ist der Bundesregierung jedoch nicht möglich, diese zu überprüfen. Herr Kollege. Ja, vielen Dank. Die Bundesregierung verlässt sich hiermit auf die Zahlen der US-Regierung. Es geht mir ein bisschen um die Fehlerquote. Sie haben ja die Zahl genannt der angeblich getöteten Kombattanten und der auch ums Leben gekommenen Zivilisten. Fehlerquote, es gibt die NGO Reprieve, die hat in einem Beitrag mit dem Titel You Never Die Twice, du stirbst nicht zweimal, festgestellt, dass allein 41 Männer, die angeblich getötet worden sind, zwischen 3 und 7 Mal getötet worden sind. Das zeigt die Fehlerquote. Also diese getöteten Männer sind immer wieder namentlich auf der Todesliste aufgetreten und erneut getötet worden. Können Sie das erklären? Also ich hatte Ihnen eben schon gesagt, dass es uns nicht möglich ist, so etwas zu überprüfen. Ich kann es Ihnen auch nicht erklären. Herr Neu. Bitte. Dann komme ich zur Frage 16 des Abgeordneten Hans-Christian Ströbele. Es handelt sich um das Thema Aufnahme von Häftlingen aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo. Frau Staatsministerin, gerne. Sie haben das Wort. Dankeschön. Herr Kollege Ströbele, die Bundesregierung setzt sich seit langem dafür ein, dass das Gefangenenlager Guantanamo so bald wie möglich geschlossen wird und begrüßt die andauernden Bemühungen von US-Präsident Obama, Guantanamo dauerhaft zu schließen. Sie hat der US-Regierung diesbezüglich ihre Unterstützung angeboten. Deutschland hat seit 2006 3 ehemalige Guantanamo-Insassen aufgenommen. Die Aufnahme weiterer Guantanamo-Häftlinge setzt ein formales Ersuchen der US-Behörden und eine genaue Prüfung der tatsächlichen Hintergründe und des Sachverhaltes voraus. Zwingende Voraussetzung für eine Aufnahme von Guantanamo-Insassen in Deutschland ist, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, dass von den Personen künftig eine Gefahr für die Sicherheit Deutschlands ausgeht. Ströbele. Ja, danke, Frau Präsidentin. Frau Ministerin, das befriedigt mich gar nicht, vor allen Dingen angesichts dessen, dass die frühere Bundesregierung ja etwa den Gefangenen Murat Kurnaz 4 Jahre lang in Guantanamo hat schmoren lassen, in diesem Foltergefängnis, obgleich ihm genau das von den Amerikanern mitgeteilt worden war, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Gefährdung bestand. Und wieso hat die Bundesregierung nicht dem Drängen von Sonderbeauftragten des US-Präsidenten, der durch Europa gereist ist, händeringend, auch in Deutschland war, ich kann Ihnen die Daten raussuchen, und dringend gebeten hat, Gefangene abzunehmen, warum ist sie diesen Verlangen nicht nachgekommen und ist wenigstens in die Prüfung einzelner Fälle eingetreten, um dann eine Entscheidung zu bringen? Vielleicht wäre Guantanamo dann heute schon geschlossen. Frau Staatsministerin. Also Herr Kollege Ströbele, ich glaube, die Frage der Schließung von Guantanamo, die muss in den USA geklärt werden. Sie waren ja, glaube ich, gerade in den USA und Sie wissen auch um die politischen Auseinandersetzungen dort. Aber lassen Sie mich zu der Frage kommen, die Sie mit Blick auf Deutschland stellen.
Und ich habe auch beobachtet, dass Sie sich vor kurzem erst im Deutschlandfunk geäußert haben. Und wer heute Morgen das Morgenmagazin angesehen hat, der hat auch den Bericht über Guantanamo gesehen, über den derzeitigen Stand und über das Bemühen des amerikanischen Präsidenten. Das, was Sie mit Blick auf den Fall Murat Kurnaz sagen, war Gegenstand eines Untersuchungsausschusses. Und wenn ich recht orientiert bin, haben Sie für die Grünen dort eine Funktion gehabt. Und es gibt auch damit die Klarheit, dass die Bundesregierung ihre Position dort dargelegt hat und dass dem nichts mehr hinzuzufügen ist. Herr Ströbele. Wenn ich noch eine Frage stellen darf. Frau Staatsministerin, den Fall Kurnaz könnten wir auch noch mal aufrollen. Dazu fehlt hier die Zeit. Die Bundesregierung hat sich immer darum gedrückt, da eine klare Stellungnahme abzugeben und hat ganz im Gegenteil die Bremer Behörden dazu veranlasst, Herrn Kurnaz den Aufenthalt in Deutschland, er kam ja aus Bremen, den Aufenthalt in Deutschland verunmöglichen. Da ist sogar eine Entscheidung gefallen, damals mit dem damaligen Staatssekretär im Kanzleramt, Herrn Steinmeier. Aber meine Frage geht jetzt um die, gerade wenn Sie sagen, die Frage muss in den USA geklärt werden, der US-Präsident Obama bemüht sich dringend, die Gefangenen loszuwerden in Ländern, Gefangene geben, die nichts vorliegt, loszuwerden. Und er findet auf der ganzen Welt keine, nicht mal in Deutschland. Und es gibt mehrere Staaten, die mehr Gefangene aufgenommen haben in Deutschland. Sicher muss die Frage letztlich in den USA geklärt werden. Aber wenn man ihnen dabei nicht hilft, dann kann man sich auch nicht beschweren, dass das Foltergefängnis nach wie vor besteht. Herr Ströbele, ich habe ja Ihr Interview im Deutschlandfunk auch gelesen. Ich habe das nicht nur zur Kenntnis genommen, ich habe es auch gelesen. Und dort haben Sie selbst von der Beschlusslage berichtet, dass die Mehrheit des Ausschusses gesagt hätte, hat, dass mit Blick auf die Bundesregierung, der Bundesregierung nichts vorzuwerfen wäre. Also, ich halte mich daran und wie ich Ihnen eben sagte, die Bundesregierung hat dort alles gesagt und dem ist nichts hinzuzufügen. Jetzt aber zu dem anderen Punkt. Wir haben drei Personen aufgenommen in Deutschland und wie ich Ihnen eben bereits sagte, muss ein formales Ersuchen da sein. Und wenn kein formales Ersuchen da ist, kann auch das Bundesinnenministerium nicht prüfen. Und der Sicherheitsaspekt muss geprüft werden. Insofern glaube ich, dass solche pauschalen Vorwürfe nicht tragen. Vielen Dank. Damit komme ich zu einem anderen Geschäftsbereich, den Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern. Frage 17 des Abgeordneten Ströbele. Hier geht es um die Ermächtigung zur Strafverfolgung von Bundesbediensteten wegen des Verdachts der Verletzung des Dienstgeheimnisses. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, lieber Herr Kollege Ströbele, mit Betrübnis stelle ich ja fest, dass wir unseren Austausch hier im Bundestag gar nicht mehr allzu lange fortsetzen können. Umso mehr freue ich mich über die Frage. Sie haben angesprochen, eine Veröffentlichung vom 24.11.2016 von Unterlagen. Eine Veröffentlichung vom 24.11.2016 ist hier nicht bekannt. Ich gehe davon aus, dass sich Ihre Frage auf eine Veröffentlichung über WikiLeaks vom 1.12.2016 bezieht. Es handelt sich um ein laufendes Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten. Das ist auch den Medien zu entnehmen. Zu Einzelheiten eines solchen Verfahrens äußert sich die Bundesregierung, das wissen Sie, grundsätzlich nicht. Stutzig gemacht hat mich allerdings schon, dass Sie hier den 24.11. angefügt haben. Falls Sie noch weiteres Wissen hier haben, sozusagen intime Kenntnisse über irgendwelche Veröffentlichungen vor diesem 1.12., wäre es natürlich interessant, wenn Sie da sozusagen als Zeuge zur Verfügung stehen können, Herr Ströbele. Herr Ströbele. Herr Staatssekretär, das zu dieser ersten Frage will ich nur Folgendes weiterfragen, nämlich dieser Vorgang ist ja auch ein öffentlicher Vorgang. Nach diesen Veröffentlichungen haben sich die Strafverfolgungsbehörden offenbar an den Bundestagspräsidenten oder das Präsidium gewandt und haben gebeten, hier im Deutschen Bundestag ermitteln zu können. Diese Genehmigung ist offenbar erteilt worden, so habe ich das jedenfalls den Medien entnommen. Und da stellt sich doch die Frage, ob eine solche
Bitte auch an die Bundesregierung herangetragen worden ist, an die verschiedenen Bundesbehörden, weil dieselben Unterlagen, die da veröffentlicht worden sind, die sind nicht nur vorhanden im Untersuchungsausschuss, das heißt im Deutschen Bundestag, sondern auch im Kanzleramt, im Bundesinnenministerium und anderen weiteren Ministerien. Und ist eine solche Anfrage an Sie gestellt worden? Und wenn ja, wie ist sie beantwortet worden? Herr Staatssekretär. Also ich kann mich, vielen Dank, Frau Präsidentin, nur auf das beziehen, was ich bereits eben gesagt habe. Es geht hier um ein laufendes Verfahren, wo es um auch die Möglichkeit strafrechtlicher Ermittlungen geht. Und dazu äußern wir uns bekanntermaßen nicht. Ja. Herr Ströbeler, haben Sie doch eine Nachfrage? Ja. Nein. Dann leite ich über zu den nächsten Fragen. Die Frage 18 wird schriftlich beantwortet. Damit rufe ich dann die Frage 19 des Abgeordneten Beck auf, Kenntnis der Behörden über die Reichsbürgerbewegung und deren Waffen. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kollege Beck, meine Damen und Herren. Ich möchte vorausschicken, dass die Bundesregierung auf der Grundlage alleine von Presserecherchen natürlich keine Schlussfolgerungen und Konsequenzen zieht und auch einzelne dort genannte Zahlen nicht kommentiert. Das Bundesministerium des Inneren beobachtet allerdings im Zusammenhang mit selbsternannten sogenannten Reichsbürgern nicht erst seit dem schrecklichen Vorfall vom 19. Oktober 2016 in Georgensmünd eine Verschärfung der Gefährdungslage. Die Szene ist zunehmend via Internet vernetzt. Der Besitz von Waffen ist bei manchen Mitgliedern der Szene erheblich. Immer öfter sind Einschüchterungsversuche bei staatlichen Bediensteten durch Szenemitglieder zu beobachten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wird daher die Reichsbürger fortan bundesweit beobachten. Zusammen mit den Landesbehörden für Verfassungsschutz können auf diese Weise Vernetzungen zwischen Gruppierungen und Personen besser erkannt werden. Die Reichsbürgerszene ist nach den bisherigen Erkenntnissen der Verfassungsschutzbehörden zwar ausgesprochen heterogen. Es gibt zahlreiche einzelne Gruppierungen und Personen im gesamten Bundesgebiet. Darunter sind eben auch viele Rechtsextremisten, aber auch Personen, die keinem der klassischen Phänomenbereiche Rechts- oder Linksextremismus zuzuordnen sind. Gemeinsames Merkmal aller der Reichsbürgerszene zuzuordnen Personen ist aber die fundamentale Ablehnung der Bundesrepublik und ihrer Rechtsordnung. Die Verfassungsschutzbehörden gehen davon aus, dass das neue Beobachtungsobjekt voraussichtlich mehrere tausend Personen umfassen wird. Einzelheiten werden zurzeit zwischen den Verfassungsschutzbehörden abgestimmt. Wir müssen dann auch dafür sorgen, das ist ja auch ein Teil Ihrer Frage, dass diese Reichsbürger, das gilt natürlich auch für alle anderen Extremisten, nicht in den Besitz von Waffen kommen, beziehungsweise vorhandene Waffen dann auch wieder entzogen werden. Solche Vorfälle wie im August in Sachsen-Anhalt, im Oktober in Bayern dürfen sich nicht wiederholen. Das Bundesministerium des Inneren hat deshalb schon in diesem Sommer die Übermittlung aller relevanten Erkenntnisse für das gesamte rechtsextremistische Personenpotenzial der Verfassungsschutzämter an die Waffenbehörden angestoßen. Herr Beck. Ich begrüße, dass Sie inzwischen anders als auf frühere Anfragen jetzt sagen, Sie wollen diese Szene beobachten. Trotzdem würde mich jetzt interessieren, Sie sagen mehrere tausend. Haben Sie schon irgendeine valide Vorstellung, über welches Beobachtungsobjekt wir da reden? Also um wie viele Personen geht es insgesamt in der Szene und wie viele Personen sind nach Ihrer Schätzung im Besitz von Waffen bzw. gewalttätig? Also ich kann, Frau Präsidentin, Herr Kollege, Ihnen zu beiden Punkten keine genauen Zahlen sagen. Mehrere Tausend, das kann man natürlich sagen, ist eine etwas ungefähre Angabe, aber das hält eben auch damit zusammen, dass wir jetzt genau im Verfassungsschutzverbund der 16 Landesämter des Bundesamtes eine genaue Abgrenzung vornehmen müssen. Wir haben eine heterogene Szene, nicht alle sind Extremisten, auch nicht alle sind Rechtsextremisten, aber einige davon eben schon. Und da muss man eben jetzt genau schauen, wo grenzt man das Thema ab. Ich glaube, jemand einmal irgendwie sagt, im deutschen Staat hat ein Problem, sondern man doch nicht automatisch Reichsbürger. Also man muss jetzt genau gucken, wie die Abgrenzungen sind. Das muss klar definiert werden, auch im Sinne des Rechtsstaates. Denn das, was beobachtet wird, muss ja klaren gesetzlichen Grundlagen gehorchen. Und da werden Sie, glaube ich, die Erste sein, der das auch so bestätigt und auch so verlangen würde. Insofern kann man eben genauere Angaben noch nicht dazu machen. Und im Bereich auch der Schusswaffenbesitzer können wir keine genauen Zahlen sagen. Wir gehen aber davon aus, dass das im dreistelligen Bereich sich bewegt. Und wir hatten ja dann erste Punkte auch. Auch dieser furchtbare Fall in Georgensmünd hängt ja damit zusammen, dass man erkannt hat, ja, da ist jemand, der ist Reichsbürger, der hat Waffen, die sollte er nicht haben, weil er kann damit nicht mehr auch aufgrund der konkreten Umstände als zuverlässig gelten. Mangel Zuverlässigkeit müssen die Waffen abgegeben werden, sie sollten entzogen werden. Und dann kam es eben zu diesem furchtbaren Vorfall, weil er sich ja mit aller Waffengewalt dann gewehrt hat. Herr Beck.
Also besorgt macht mich schon die Unklarheit der Lageeinschätzung, weil wenn wir sonst schauen, was im Verfassungsschutzbericht, welche Organisationen wir da beobachten, dann ist die Angabe von einigen Tausend schon erstaunlich hoch. Und dass man darüber sozusagen in diesem Bereich so unpräzise Vorstellungen hat, ist kein gutes Signal für die Sicherheit in unserem Land. Ich wollte Sie fragen zu dem, was Sie gerade gesagt haben, dass es Reichsbürger gibt, das heißt Leute, die die staatliche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland als nicht existent und nicht legitim ablehnen, in welchen Fällen denen denn eine extremistische Haltung abzusprechen sei? Also verstehe ich nicht. Ich bedanke mich mal für die Klarstellung. Also ich habe eben gesagt, dass wir sozusagen nicht identisch eine indische Gruppe haben, dass alle von denen Rechtsextremisten sind. Insofern würde ich schon sagen, dass sozusagen diejenigen, die diesen Staat komplett ablehnen, das Extremismus ist. Aber ich würde sagen, präzisieren, damit nicht automatisch alle Rechtsextremisten. Man kann auch davon ausgehen, dass hier das Mittelextremismus um sui generis geht. Das muss sozusagen nicht identisch sein in allen Fällen mit Rechtsextremismus. Das ist, glaube ich, ganz wichtig festzustellen. Extremismus, haben Sie recht, müsste man wohl insgesamt als Oberbegriff dafür bejahen. Und ich weise nochmal darauf hin, seit Sommer wird intensiv diskutiert, ob es zum Beobachtungsobjekt wird. Wir haben dann im November eine große Tagung gehabt mit den auch Landesverfassungsschutzämtern. Das heißt, wir sind jetzt noch in einem Prozess, wo genau diese Abgrenzung zu erfolgen hat. Dass wir jetzt eben noch keine genaue Zahl angeben können, beunruhigt mich nicht. Wenn wir das in einigen Monaten auch noch nicht könnten, dann hätten Sie mit Ihrer Beunruhigung recht. Aber es muss jetzt auch gründlich geprüft werden, die Abgrenzung. Die gibt es ja nicht seit gestern. Um welche Personengruppe es geht. Und es hat auch ja Entwicklungen gegeben. Die Militarisierung oder die stärkere Gewaltbereitschaft ist eben eine Entwicklung, die vor Monaten, Jahren noch nicht so greifbar war. Das heißt also, wir haben damit auch reagiert auf eine zunehmende Gewaltbereitschaft in jedenfalls Teilen dieser Szene. Damit komme ich zur nächsten Frage, zur Frage 20, ebenfalls des Kollegen Beck. Hier geht es um den Themenkomplex finanzielle Aufwendungen für die Beauftragung von McKinsey mit der Beratung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Herr Kollege. Der Abschlussbericht Prozessdarstellung und Aufzeigung von Optimierungspotenzialen Rückkehr von McKinsey wird voraussichtlich am 16. Dezember 2016, also übermorgen, fertiggestellt und soll dann auch den betroffenen öffentlichen Stellen zur Verfügung gestellt werden. An dem Projekt waren insbesondere die Länder Berlin, Hessen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Sachsen beteiligt, also nicht nur der Bund. Das Beratungsunternehmen hat den gesamten Rückkehrprozess einschließlich der freiwilligen Rückkehr untersucht. Der Bericht enthält zahlreiche Berechnungen, beispielsweise zu den Kosten der Abschiebung, Kosten der freiwilligen Rückkehr und den monatlichen Kosten für den Aufenthalt vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer. Des Weiteren finden sich im Bericht umfangreiche Prozessdarstellungen zu Dublin-Überstellungen, freiwilliger Rückkehr, eine Rückführung beteiligter Behörden und so weiter. Kernstück des Berichts ist die umfassende Darstellung der bestehenden Vollzugsdefizite im gesamten Rückkehrbereich und daraus resultieren 14 Handlungsempfehlungen. Ziel ist es, zu einer deutlichen Effizienzsteigerung im Bereich Rückkehr zu kommen. Hierfür soll der Bericht wichtige Anstöße geben. Herr Beck. Also wir reden hier über 1,86 Millionen Euro Steuergeldern. Es sind 678 Beratungstage à 2.700 Euro. Und so eine Ausgabe will ja gerechtfertigt sein. Welche der 14 Handlungsempfehlungen wären mit dem Sachverstand des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge und des Bundesinnenministeriums so nicht denkbar gewesen? Herr Staatssekretär. Vielen Dank, Frau Präsidentin, lieber Herr Kollege. Zunächst mal kann und will ich über Kosten nichts kommentieren. Ich werde dann eigentlich darauf hin. Das war aber meine Frage. In die Perspektive. Sie sollen nicht kommentieren. Ja, über die Zahlen nicht kommentieren. Ich will eigentlich darauf hinweisen, dass es sich um einen Rahmenvertrag handelt, der übrigens viel größeres Volumen hat, wo viele andere Dinge untersucht werden. Und das sozusagen ein Teilbereich ist, wo bestimmte Beratertage angesprochen, abgerufen werden können. Das ist für mich noch gar nicht ersichtlich, weil das Ergebnis noch nicht vorliegt, wie viel davon tatsächlich abgerufen werden. Und da wir ja noch kein Gesamtergebnis haben, kann ich auch noch nicht kommentieren zu den einzelnen 14 Empfehlungen. Ich glaube, dass es unabhängig von den Inhalten solcher Empfehlungen, das wissen wir aus vielen anderen Bereichen, auch kommunaler Landesverwaltung, oft auch hilfreich ist, wenn neben sozusagen dem internen Haussachverstand eines Amtes, eines Ministeriums zusätzlich eben noch ein Beratungsunternehmen auch noch mal in einer etwas neutraleren Position Hinweise geben kann und auch noch mal sozusagen Gewähr dafür gegeben ist, dass von außen noch einmal ein Blick darauf geworfen ist. Und auch manche Dinge, die man vielleicht vorher auch schon
überlegt hat in einer Behörde, dann auch mal mit einer weiteren Expertise unterlegt werden. Also das kann ein Grund sein und ist ein Grund, warum Beratungsleistungen übrigens in vielen Bereichen der öffentlichen Verwaltung durchaus auch Sinn machen. Herr Beck. Ja, die Kostenfrage müssen wir natürlich als Haushaltsgesetzgeber schon aufwerfen dürfen, ob das ein effizienter Umgang mit Steuermitteln ist. Und ich frage Sie deshalb, wäre das, was da vorgeschlagen wurde, von Mitarbeiterinnen des BAMF nicht ohnehin auch so leistbar gewesen? Oder wenn wir so schlechte Mitarbeiter haben, weil sie zu schlecht zahlen, wäre es nicht kosteneffizienter gewesen, man hätte dann höher dotierte Stellen da geschafft, um eine solche Expertise im Haus vorzuhalten, um nicht dauerhaft solche hohen Beratungsverträge auszugeben bei etwas, wo ich mal vermute, dass die Kompetenz bei den Leuten, die in der Sache damit zu tun haben, wesentlich höher ist, wo es klemmt, als dass diejenigen, die Sie befragen, dafür horrende Gehälter ziehen. Weil wo haben die Kenntnisse her? Sie haben die abgefragt bei den Beamten, die mit diesen Prozessen befasst sind. Herr Staatssekretär. Frau Präsidentin, Herr Kollege, zunächst mal würde ich Ihnen vollkommen recht geben, dass natürlich der Haushaltsgesetzgeber nicht nur zu prüfen hat, wo sozusagen vielleicht keine effiziente oder keine effektive Leistung für bestimmte Steuergelder erfolgt sind. Das ist gar keine Frage. Es geht nur darum, ob zum jetzigen Zeitpunkt man hierzu zu einzelnen 14 Punkten schon etwas sagen kann. Übrigens auch Aufgabe des Haushaltsgesetzgebers, nur noch zu schauen, ob die Bundesregierung vielleicht zu bescheiden ist bei manchen Stellenanmeldungen. Also wenn Sie da Ihre Kollegen im Haushaltsausschuss überzeugen wollen, dass wir sozusagen Stellen heben und noch mehr Stellen fürs BAMF vorsehen. Also da sind wir sicherlich zu einem Dialog immer bereit. Allerdings wenn Sie auf Ihre McKinsey-Aufträge verzichten, uns beide überheben, Herr Kollege, wenn wir versuchen würden, die Grundsatzdiskussion zu führen, ob Beratung, externe Beratung in öffentlichen Behörden Sinn macht. Es gibt Argumente, die auch sehr allgemein dagegen verwandt werden. Ich rede über dieses Gutachten, und nicht über eine philosophische das, Frage. Was generell gilt, dass wir beides brauchen, die interne Expertise von Beamten, die den Verwaltungsvorgang aus der täglichen Praxis heraus kennen. Aber Sie werden wissen, dass keine Bundesbehörde so stark gewachsen ist wie das BAMF. Das ist natürlich ganz selbstverständlich, dass mit tausend von neuen Mitarbeitern Verwaltungsabläufe auch nochmal neu organisiert werden müssen, dass sie neu überprüft werden müssen. Und dazu ist es eben hilfreich, neben der internen Beratung, der internen Expertise, eben auch externe Expertise zu haben. Und das genau ist hier erfolgt. Und von daher ist das ein gut angelegtes Geld des Steuerzahlers. Und zwei Tage vor Abgabe des Berichts wissen Sie noch nicht, wie viel es gekostet hat. Herr Kollege Beck, Sie haben leider nur zwei Fragen. Ja, also von daher. Ich habe es aber gewusst. Das ist auch nur ein Kommentar und keine Frage. Das besser organisieren, ein Stoßseufzer, wenn ich mal einen Rat geben darf. Es gibt auch noch Kollegen, die da hinter Ihnen sitzen. Also. Keine Anstiftung, Frau Präsidentin. Naja, ich bin ja auch Parlamentarier, Staatssekretär. Auch, Sie ja auch. Auch. Also, ich komme jetzt zu den Fragen 21, 22. Die werden schriftlich beantwortet. Dann kommen wir zur Frage 23 der Kollegin Sevim Daktelin. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Kollegin, meine Damen und Herren. Da kann ich leider nur sehr kurz darauf antworten. Sie fragen ja nach Fragen des Wirtschaftsplans des Bundesamts für Verfassungsschutz. Und der Wirtschaftsplan des Bundesamts für Verfassungsschutz unterliegt der Geheimhaltung. Das ist bekannt. Hierauf bezogene Auskünfte sind den in § 10a der Bundeshaushaltsordnung vorgesehenen Gremien, also Vertrauensgremien und parlamentarisches Kontrollgremium, vorbehalten. Das können wir leider hier nicht im Plenum des Deutschen Bundestages diskutieren. Frau Daktelin. Ja, ich würde trotzdem gerne wissen, als Mitglied dieses Verfassungsorganes, was ja auch Kontrollrechte hat, Herr Staatssekretär, inwieweit tatsächlich denn Mehrbedarfe der Bundesregierung hier bei Planstellen das Bundesamt für Verfassungsschutz sozusagen für erforderlich hält. Letztendlich ist es ja dann eine Umsetzung einer politischen Entscheidung, die auf der politischen Ebene getroffen wird. Und deshalb denke ich schon, dass Sie uns eine Antwort hier dem Parlament schuldig sind, zu sagen, ob die Bundesregierung den Mehrbedarf hier gesehen hat. Herr Staatssekretär. Frau Präsidentin, liebe Frau Dadelin, ich kann den Wunsch nach dieser Information verstehen, muss immer das Gleiche antworten. Es ist eine geheimhaltungsbedürftige Information, die wir hier nicht im Plenum des Deutschen Bundestages diskutieren können, so sehr ich den Wunsch nach Information nachvollziehen kann. Aber es sind auch Ihrer Fraktion Mitglieder in diesem Gremium dabei. Und ich würde Ihnen empfehlen, sich an die auch noch mal zu wenden. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Ihnen auch im Rahmen der Geheimhaltungsbedürftigen
Pflicht natürlich allgemeine Hinweise geben können, soweit sie es mit ihrem Rechtsauffassung vereinbaren können. Aber noch einmal, das Geheimhaltungsgremium ist aus, oder dieses Gremium ist aus guten Gründen kein öffentlich tagendes Gremium. Von daher wird, das gebe ich gerne zu, auch die Informationsmöglichkeit der Kollegen geringer sein. Aber ich vermute mal, wenn Sie da schon keine Informationen bekommen haben von den Kollegen, dann können Sie nicht erwarten, dass ich sie im Plenum gebe. Frau Dattelin. Na, Herr Kollege, Sie wissen ja, dass die Informationen der Geheimhaltung unterliegen. Genau. Insofern kann ich meinen Kollegen, der Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium seitens der Linksfraktion ist, gar nicht dazu fragen. Und auch wenn ich ihn frage, bekomme ich ja keine Antworten, das wissen Sie. Und insofern möchte ich aber trotzdem gerne wissen, ob es denn überhaupt hier Aktivitäten gegeben hat seitens der Bundesregierung. Ich meine, wir sind ja letztendlich als Mitglieder des Innenausschusses letztendlich auch Abgeordnete, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz ja auch informiert werden. Das war ja auch in einer der letzten Sitzungen der Fall, aber in diesem Zusammenhang nicht. Und insofern bin ich auch gerne bereit, Ihre Antworten unter dem Aspekt der Geheimhaltung in der Geheimschutzstelle einzusehen, wenn Sie bereit sind, mir als Mitglied des Parlaments diese Antwort dort zu hinterlegen. Herr Staatssekretär. Frau Präsidentin, liebe Kollegin, ich finde es schön, dass Sie mal so klargestellt haben, dass Sie auch von Ihren Kollegen da keine Informationen bekommen können. Das wollte ich ein wenig vielleicht auch provozieren, diese Aussage. Und ich würde mich da der Rechtsauffassung Ihrer Kollegen auch anschließen, dass es sich um geheimhaltungsbedürftige Informationen handelt. Ich kann mir auch deshalb nicht vorstellen, dass es sozusagen außer dieser Gremien durch andere Maßnahmen wie Geheimschutzstelle eine Möglichkeit gibt. Ich sage Ihnen aber gern zu, ich prüfe das nochmal im Hause, was da möglich ist. Ich will Ihnen aber keine allzu großen Hoffnungen machen. Damit kommen wir zur nächsten Frage, ebenfalls der Abgeordneten Sevim Daktilin. Hier geht es um den Themenkomplex Ausspähung türkischer Staatsbürger durch Imame der DİTİB. Eine Frage der Kollegin. Mhm. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Frau Kollegin. Zu der aktuellen Berichterstattung über ein mutmaßliches Ausspionieren von türkischen Staatsbürgern durch Imame der DİTİB. Im Auftrag des türkischen Nachrichtendienstes MIT liegen der Bundesregierung bisher keine eigenen Erkenntnisse vor. Die Sicherheitsbehörden sind diesbezüglich allerdings sehr sensibilisiert und gehen derartigen Verdachtshinweisen im Einzelfall jeweils auch intensiv nach. Frau Dattelin. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Dann würde ich eine Frage mit zwei Unterfragen gleich stellen. Das eine ist, weil Sie sagten, wir haben keine eigenen Erkenntnisse. Gibt es denn von fremden Diensten Erkenntnisse, die Sie dort zur Kenntnis genommen haben? Das andere ist, inwieweit hat die Bundesregierung aber auch Kenntnisse, gerne auch nachrichtendienstliche Erkenntnisse, dass bei den türkischen Konsulatslehrern, die nur für 5 Jahre nach Deutschland abgeordnet sind, mit einem Austausch dahingehend gerechnet wird, dass vor dem Hintergrund, dass alle Lehrer einen Fragebogen ja jetzt ausfüllen müssen, indem sie Auskunft geben über ihre Anschauungen und auch ihre Herkunft, dass analog zu den Lehrkräften in der Türkei, wo ja seit dem 15. Juli, dem gescheiterten Militärputschversuch, jetzt die ganzen Lehrer entlassen und dann mit loyalen, regimetreuen, loyalen Lehrern jetzt ersetzt werden, dass analog zu dem hier auch noch einmal AKP-loyale Personen für die, als Konsulatslehrer ausgetauscht werden. Herr Staatssekretär. Ja, Frau Kollegin, zu der ersten Frage. Natürlich tauschen sich unsere Dienste in diesen und anderen Fragen natürlich auch mit ausländischen Diensten aus. Auch da kann ich natürlich hier keine konkreten Auskünfte zu geben, aber auch da nehmen wir auch aufmerksam alles auf, was dort an Hinweisen erfolgt. Und wir schauen im Einzelfall, wo es sozusagen auch, das war Kern Ihrer Frage, sozusagen Spionageversuche geben könnte. Wir reden ja hier übrigens auch über eine strafbare Handlung. Ja. Wir müssen auch die Frage stellen, wer sich so betätigt und aber beispielsweise als Imam oder als auch Lehrer vielleicht in Deutschland ist, überschreitet natürlich die Grenzen des Visums, was er bekommen hat. Denn das ist natürlich nicht ausgestellt worden, hier Spionagetätigkeit zu entfalten. Also auch da können Konsequenzen dann erfolgen, nicht nur in strafrechtlicher Hinsicht. Was die Lehrer anbelangt, so habe ich jetzt keine präsenten, konkreten Kenntnisse dazu. Aber ich sage mal ganz vielleicht unvorsichtig, wenn man sieht, was in der Türkei passiert, würde es mich persönlich nicht wundern, dass hier ähnliche Versuche unternommen werden. Das muss dann nicht sofort die Grenzen der Strafbarkeit überschreiten. Mhm. Aber trotzdem sehen wir das natürlich mit Sorge.
Frau Dr. Lehn. Ja, Herr Staatssekretär, es könnte ja auch andere Konsequenzen haben, andere Folgen. Eine Alternative wäre ja, dass man diese Sonderstellung mit der Türkei aufkündigt, nämlich diesen Imam-Import, also den Export von Imamen einer fremden Regierung in unserem Land, die dann hier in den deutschen Schulen sozusagen irgendetwas lehren, wo noch nicht mal die Schulaufsicht kontrolliert, was gelehrt wird, finde ich sehr fragwürdig, diese Praxis. Das verleitet mich zu der nächsten Frage, nämlich wie viele Imamen aus den DITIB-Moscheen in Deutschland seit dem 15. Juli in Deutschland Asyl beantragt haben. Herr Staatssekretär. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, das ist jetzt zwar schon Ihre dritte Frage, trotzdem würde ich Sie gerne beantworten. Ich habe die Zahl aber nicht präsent. Ich kann aber gerne mein Haus bitten, noch mal zu schauen, ob wir hier eine Zahl Ihnen liefern können, was das Thema Asyl und Imame. Ich würde es begrüßen, hier eine Antwort zu bekommen. Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir zu einem anderen Geschäftsbereich, dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. Schriftlich wird es beantwortet. Auch die nächste Frage, die Frage 26 aus dem Geschäftsbereich zu dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wird schriftlich beantwortet. Damit rufe ich jetzt den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft auf. Die Beantwortung übernimmt die parlamentarische Staatssekretärin Frau Flachsbarth. Die Fragen 27 und 28 werden schriftlich beantwortet. Deshalb rufe ich jetzt gleich die Frage 29 auf. Geht es um das Thema Klimafolgen welche Folgen das Thema Klimafolgen im Bundesministerium hat für Ernährung und Landwirtschaft, Stärkung des Bereichs. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, Herr Kollege Ebner, mit Verlaub, Frau Präsidentin, die Frage 29 richtete sich zunächst auf den Bereich der Digitalisierung und die Frage 30 dann auf den Bereich Klimafolgenabschätzung. Macht nichts. Also ich fange mal mit Digitalisierung an. Herr Kollege Ebner, der Herr Bundesminister Christian Schmidt hat am 7. Dezember 2016 in Bonn und am 8. Dezember 2016 in Berlin den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seines Ministeriums die Zukunftsstrategie Aussaat 2017 vorgestellt. Sie umfasst die organisatorische und inhaltliche Schwerpunktsetzung im Bereich der Zukunftsausgaben seines Geschäftsbereichs. Hierzu zählt auch die Etablierung der Funktion eines Digitalisierungsbeauftragten, dessen Aufgabe es sein wird, als Ansprechpartner für die Gestaltung des Themenfelds Landwirtschaft 4.0 im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zu fungieren und bei dem die Aktivitäten zu diesem Thema gebündelt werden sollen. Eine gesonderte Fixierung im Haushalt des BML 2017 ist nicht erfolgt, da keine neue Stelle eingerichtet werden muss. Herr Ebner. Danke, Frau Präsidentin. Frau Staatssekretärin, im Ausschuss wurde heute Morgen schon zu dieser Stelle gesagt, dass dort gemeinsam mit der Landtechnikindustrie die Digitalisierung vorangebracht werden soll. Deshalb möchte ich Sie fragen, inwieweit ist denn dann auch eine PPP-Finanzierung durch die Wirtschaft da angedacht für diese Stelle oder für durch diese Stelle anzustoßende Projekte? Und ist denn geplant, digitale Pflanzenschutzmaßnahmen aus dem bisherigen Kapitel zur Förderung Modellprojekte integrierten Pflanzenschutzes zu fördern? Irgendwas muss die Stelle ja tun. Herr Kollege Ebner, die Stelle, der mit dieser Aufgabe beauftragte Mitarbeiter unseres Hauses, wird all die Entwicklungen, die sich ja mehr und mehr als ein wirklich zukunftsweisendes, zukunftsträchtiges Feld auch in der Landwirtschaft erweisen, zusammenführen und koordinieren. Wir sind in vielen verschiedenen Bereichen, in der Bereich der Digitalisierung bereits jetzt unterwegs. Und diese verschiedenen Aktivitäten, die wir entwickeln, eben zusammenzuführen und auf den Punkt zu bringen, das wird der Mitarbeiter auf dieser Stelle tun. Sie wissen, dass zum Beispiel im Bereich des autonomen Fahrens in der Landwirtschaft wir schon wesentlich weiter sind als im übrigen Verkehrssektor. Sie wissen, dass wir, wenn wir über ressourceneffizienten und schonenden Einsatz, zum Beispiel von Pflanzenschutzmitteln, reden, wir ein enormes Potenzial im Bereich der Digitalisierung haben. Das alles fasst sich dann unter den Begriff Smart Farming. Sie wissen aber darüber hinaus auch, dass die Frage der Datenverfügbarkeit und des Besitzes dieser Daten eine ist, die weiter diskutiert wird.
diskutiert werden muss. Und deshalb ist es erforderlich und macht Sinn, einen solchen eigenen Arbeitsbereich mit diesen Aufgaben zu befassen. Herr Ebner. Frau Staatssekretärin, die Themen der von Ihnen gerade schon so adressierten Aussaat 2017. Im Winter sehen wir ja bekanntlich eigentlich nichts aus. Heute wurde auch schon der Begriff Projekt Abendsonne dafür verwendet. Die Themen, die sind ja nicht neu. Die bestanden ja auch schon ganz zu Eingang der Wahlperiode. Und deshalb stellt sich da schon die Frage, warum diese Stellen, Referate und Abteilungen im Zuge dieser Aussaat 2017 jetzt zum Ende der Wahlperiode geschaffen werden müssen. Es wurde sogar im Ausschuss schon heute Morgen angesprochen, das sei ja ganz normal, an dieser Stelle Büroleiter zu Abteilungsleitern zu machen. Wenn das jetzt alles so normal ist, möchte ich trotzdem fragen, werden diese Stellen, die hier jetzt neu geschaffen, umstrukturiert, neu orientiert werden, werden die denn jetzt öffentlich ausgeschrieben und werden die tatsächlich noch vom alten Minister für die Tätigkeiten des dann folgenden neuen Ministers besetzt? Herr Kollege Ebner, ich bin zwar Tierärztin und keine gelernte Landwirtin, aber vielleicht ist auch Ihnen der Begriff des Wintergetreides ein Begriff, den man nämlich Getreide, das man im Herbst aussät, damit es dann im Sommer und im Herbst des nächsten Jahres dann zur Ernte ansteht. Also von daher ist das in der Landwirtschaft eine völlig normale Vorgehensweise. Aber nun zurück auf unser Haus. Es ist doch gut erklärlich, gerade auch nach den Haushaltsverhandlungen, die wir in der letzten Sitzungswoche erfreulicherweise abgeschlossen haben und da nochmals erfreulicherweise mit einem Aufwuchs für den Haushalt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, dass dann neue Themen, Schwerpunkte und neue fachliche Erfordernisse letztendlich jetzt auch mit einer Umstrukturierung und Neuakzentuierung im Haus begleitet werden. Da ergibt sich ja aus dem politischen Wunsch des Parlaments letztendlich auch das Handeln der Exekutive. Und selbstverständlich werden diese Stellen ganz regulär besetzt und auch ausgeschrieben. Damit, liebe Kolleginnen und fürs Protokoll noch einmal, das war jetzt die Beantwortung der Frage 30. Damit rufe ich jetzt noch einmal die Frage 29 auf. Themenkomplex Stärkung des Bereichs Klimafolgen. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Sehr gerne, Frau Präsidentin. Ich versuche das gleich noch mal aufzuklären, welche Nummer nun was. Es macht ist aber schon geklärt. Das ist nämlich hier die Bundesdrucksache und die ist entscheidend. Und okay. Es war sehr so, gut, wie ich gesagt dann hatte. In aller Demut richte ich mich selbstverständlich danach. Auch die Stärkung, Herr Kollege Ebner, des Bereiches Klimafolgen ist der Bestandteil der organisatorischen und inhaltlichen Schwerpunktsetzung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Landwirtschaft ist zum einen ja unmittelbar betroffen vom Klimawandel, zum anderen ist sie beim Klimaschutz aber auch Teil der Lösung und leistet hierfür bereits einen erheblichen Beitrag. Eine komplett emissionsfreie Produktion von Nahrungsmitteln ist anders als in anderen Branchen aber nicht möglich. Um das Klimaschutzpotenzial der Land- und Forstwirtschaft auszuschöpfen und sie auf den Klimawandel vorzubereiten, wurden und werden von der Bundesregierung zahlreiche Maßnahmen ergriffen. In welcher Form die bislang vom BML ergriffenen Maßnahmen und Ressourcen im Detail ausgebaut und intensiviert werden, wird das Bundesministerium im Dialog mit den Beteiligten erörtern. Dazu wird unter anderem die Fachtagung zum Klimaschutzgutachten Klimaschutz in der Land- und Forstwirtschaft sowie den nachgelagerten Bereichen Ernährung und Holzverwendung, die am vergangenen Montag stattgefunden hat, einen Beitrag leisten. Zum zweiten Teil Ihrer Frage ist anzumerken, dass Klimafolgen und daraus resultierende Anpassungsmaßnahmen nicht Gegenstand des Klimaschutzplans 2050 sind. Mit dem am 14. November verabschiedeten Klimaschutzplan 2050 liegt eine klimaschutzpolitische Langzeitstrategie der Bundesregierung vor, in dem sektorale Ziele zur Treibhausgasminderung für die Zwischenetappe 2030 und ein Transformationspfad mit dem Zieljahr 2050 beschrieben werden. Im Jahr 2018 soll der Klimaschutzplan 2050 dann mit einem qualifizierten Maßnahmenprogramm unterlegt werden. Herr Ebner. Schön. Danke schön, Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin. Wir haben uns ja immerhin bezüglich der jeweiligen Frage schon mal ganz gut verstanden, wann welche Frage dran ist. Ich möchte Sie jetzt fragen, inwieweit denn jetzt in den Fragen der Bewältigung von Klimafolgen und der Bearbeitung des Klimaschutzplanes auch da die
Aussaat 2017 zum Tragen kommt und damit verbunden die Frage, es gibt ja auch oder soll geben die Zukunftsstrategie Öko-Landbau, eine gerne zitierte Strategie, die viel Personal, viel ich sag mal, viel Betreuung in der Umsetzung braucht. Warum sind denn da in der Aussaat 2017 Strategie dafür, für dieses wichtige Zukunftsfeld, keine weiteren Stabs- oder Verantwortungsstellen eingeplant? Hat sich da der Minister jetzt doch schon von seiner Strategie verabschiedet? Herr Kollege Ebner, die Begleitung des ökologischen Landbaus stellt bereits bislang einen Schwerpunkt des Handelns des Bundesministeriums dar. Von daher war in diesem Bereich jetzt keine weitere Stärkung erforderlich. Aber der Bereich des Klimaschutzplanes, in dem ja auch der ökologische Landbau einen großen Anteil hat, zeigt, wie wichtig auch die Vernetzung und Verzahnung dieser beiden Themenbereiche für die Zukunft für das Ministerium ist. Herr Ebner. Ja, die Zukunftsstrategie Ökolandbau, Frau Staatssekretärin, die soll ja dem Vernehmen nach erst im Februar 2017 auf der Biofach vorgestellt werden, nachdem er jetzt 3 Jahre lang beraten hat. Dann haben Sie noch ein knappes halbes Jahr, um das sozusagen in die Gänge zu bekommen. Insoweit ist es, glaube ich, schon gerechtfertigt, da noch mal zu fragen, wenn es bisher schon Schwerpunkt war und bislang aber noch nicht mal eine Zukunftsstrategie dabei rausgekommen ist, wie soll das eigentlich künftig umgesetzt werden und wie wollen Sie die da formulierten Ziele überhaupt erreichen? Ich möchte noch mal was zur Aussaat 2017 fragen. Der ländliche Raum ist hier ja ein ganz zentraler Punkt. Wie viele Referate und mit wie vielen Stellen wird denn die neue Abteilung ländliche Entwicklung im BML geplant? Wie soll das genau aussehen? Herr Kollege Ebner, ich hatte eben bereits ausgeführt, dass der Haushaltsgesetzgeber in der vergangenen Woche dankenswerterweise im Rahmen von GAK, also der Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz, und im Rahmen von BULE, also dem Bundesprogramm Ländliche Entwicklung, erheblich mehr Mittel zur Verfügung gestellt hat, als das in den letzten Etats der Fall war. Und dass sich letztendlich jetzt die kreative Verwendung und zukunftsweisende Verwendung dieser Mittel auch darstellt in der Umorganisation unseres Hauses. In wie vielen Referaten sich das niederschlagen wird, werde ich Ihnen sehr, sehr gerne schriftlich zukommen lassen. Das kann ich Ihnen jetzt im Moment nicht sagen, nicht weil wir es nicht wissen, sondern weil ich es jetzt im Moment nicht weiß und deshalb sehr gerne schriftlich. Vielen Dank, dann wird das nachgereicht. Dann kommen wir jetzt zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Frage 31 wird schriftlich beantwortet, ebenso wie die Frage 32 zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit. Damit kommen wir zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Die Fragen 33 und 34 werden schriftlich beantwortet. Frage 35 und 36 des Kollegen Behrens wird entsprechend unserer Geschäftsordnung ebenfalls schriftlich beantwortet, da er nicht anwesend ist. Die Frage 37 und 38 wird ebenfalls schriftlich beantwortet. Damit komme ich zu der Frage 39. Herr Kollege Gastel, Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Kollege Gastel, für Schienenwegeprojekte sind die Eisenbahninfrastrukturunternehmen der Deutschen Bahn AG Vorhabenträger und Bauherr. Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG betrifft das im Projekt Stuttgart 21 für Anhydritbereiche geänderte Bauverfahren die Tunnel Feuerbach und Bad Cannstatt. Das neue Bauverfahren erfüllt nach Angaben der Deutschen Bahn AG zum heutigen Tag die gestellten Erwartungen. Herr Gastel. Staatssekretär, ich vermisse die Antwort auf die Frage. Die Frage ist schlicht und ergreifend gewesen, welche Tunnelbaustrecken, die bereits gebaut wurden, im Anhydrit liegen, gebaut wurden nach der Methodik von Herrn Professor Wittke der Bundesregierung bekannt sind. Wenn Sie diese Frage nicht beantworten,
muss ich daraus schlussfolgern, dass es solche Strecken nicht gibt. Das bedeutet, dass die Deutsche Bahn erstmals eine Technologie anwendet, die in der Praxis sich noch nicht hat bewähren können. Anders kann ich Ihre Nichtantwort nicht interpretieren. Ich versuche es jetzt dennoch mal mit einer Nachfrage. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, in dem es unter anderem darum geht, dass festgestellt wurde, Bauen im Anhydrit sei kritisch und die Methodik sei nicht zweifelsfrei nachgewiesen, dass sie nicht nachträglich zu Problemen mit aufquellendem Gestein führen würde. Der Professor Wittke, der die Deutsche Bahn berät in Sachen Bauen im Anhydrit, hat gegenüber verschiedenen Zeitungen geäußert, er kenne dieses Gutachten nicht. Ich möchte gerne wissen, wie die Bundesregierung es beurteilt, dass die Deutsche Bahn ein Gutachten in Auftrag gibt, das zu einem kritischen Ergebnis kommt, dieses Gutachten aber dem Berater der Deutschen Bahn überhaupt nicht zur Verfügung gestellt wird. Vielen Dank. Ich will zunächst mal noch mal betonen, Herr Kollege Gastel, dass ich Ihre erste Frage explizit auf das bei Stuttgart 21 zur Anwendung gekommene Bauverfahren bezogen hat. Und daraufhin habe ich Ihnen geantwortet, dass dieses Verfahren für die Tunnel Feuerbach in Bad Cannstatt zur Anwendung kommt. Das zu dieser ersten Frage. Zu Ihrer Zusatzfrage will ich Ihnen antworten, dass es durchaus Erfahrungen gibt mit Tunnel in Anhydrit. Und zwar handelt es sich um den Engelberg-Basistunnel. Auch dort sind Teile dieses Tunnels, der bereits 1995 gebaut wurde und im August 1999 vollständig für den Verkehr freigegeben wurde, zumindest in Teilen durch anhydritführende und unausgelaugte Gipskörperstrecken geführt, nämlich insgesamt 430 Meter. Und daraus sind durchaus auch Erfahrungen resultiert, die man für weitere Bauvorhaben anwenden kann. Herr Gastel. Herr Staatssekretär, ich weise darauf hin, dass in der vorab schriftlich eingereichten Frage ausdrücklich Bezug genommen wird auf bereits in Betrieb genommene Tunnel. Also können Sie nicht auf Tunnel von Stuttgart 21 verweisen, denn die sind definitiv und nachweislich noch nicht in Betrieb. Die Frage hat sich auf Erfahrungen in der Praxis mit bereits in Betrieb genommenen Tunnel bezogen, weil es ja nicht nur darum geht, kann man mit dieser Methodik des Professors Wittke gute Tunnel bauen, sondern auch um die Frage geht oder vielmehr um die Frage geht, wie bewähren sich diese Tunnel nach einigen Betriebsjahren? Gibt es dann Probleme oder sind Probleme abgewendet durch die Bautechnik? Ich versuche es jetzt trotzdem noch mal mit einer anderen Frage, die sich aber auch auf das Gutachten bezieht. Das KPMG-Gutachten kam zum Ergebnis, Stuttgart 21 würde ein, vielleicht auch drei Jahre später fertig werden. Es handelt sich, ich sage es noch mal, um ein Gutachten, das von der Deutschen Bahn in Auftrag gegeben wurde. Die Bundesregierung sagt aber immer auf Nachfragen, sie geht nach wie vor davon aus, dass Stuttgart 21 pünktlich fertig wird. Sie bezieht pünktlich auf das Jahr 2021. Die Gutachter der Bahn gehen von 22, 23 oder sogar später aus. Ich möchte gerne wissen, woher haben Sie andere Erkenntnisse als die Gutachter der Deutschen Bahn, dass Sie von einer früheren Fertigstellung ausgehen als der Gutachter der Deutschen Bahn? Herr Staatssekretär. Die Bundesregierung verlässt sich in diesem Zusammenhang immer auf die Aussagen der Deutschen Bahn. Dieses Gutachten, das vom Aufsichtsrat der Bahn in Auftrag gegeben wurde, ist uns inhaltlich nicht bekannt. Insofern verlassen wir uns immer auf die Aussagen der Bahn. Ich kann nochmals wiederholen, es gibt Erfahrungen mit Tunnelbauten, mit dem Engelberg-Basistunnel in anhydritfrierenden Schichten. Ich will aber darauf hinweisen, dass die Erfahrungen aus dem Engelberg-Tunnel auch nicht übertragbar sind auf Schienentunnel. Denn Straßentunnel haben wesentlich größere Querschnitte als ein Schienentunnel. Insofern kann man davon ausgehen, dass es durchaus unterschiedliche Verhältnisse gibt. Beim Engelberg-Basistunnel wurde nach zwei Verfahren vorgegangen, das sogenannte Widerstandsprinzip und das sogenannte Ausweichprinzip. Beim Widerstandsprinzip geht man so vor, dass man die Schichten, die Gewölbeschichten deutlich verstärkt, um die entstehenden Drücke auffangen zu können. Und beim Ausweichprinzip geht man so vor, dass man in die entsprechenden Gewölbe- oder Sohle-Schichten eine komprimierbare Masse einfügt, die dann den entstehenden Druck auffangen kann. Das sind die beiden Verfahren, die beim Engelberg-Basistunnel zur Anwendung gekommen sind und die sich insofern auch bewährt haben. Damit rufe ich jetzt die Frage 40 auf, ebenfalls des Kollegen Gastels.
Umrüstung von lauten Güterwagen. Herr Staatssekretär, Sie haben wieder das Wort. Vielen Dank. Zu dieser Frage Nummer 40 darf ich sagen, dass wir die Evaluierung des Umrüstungsstandes bis Ende 2016 derzeit vorbereiten. Dazu ist die Auswertung verschiedener Datenquellen erforderlich. Das nehmen wir mit großer Ernsthaftigkeit in Angriff, weil, das wissen Sie, Herr Gastel, uns die Minderung des Schienenlärms ein großes Anliegen ist und wir ja auch klar zum Ausdruck gebracht haben, dass wir, falls diese Evaluierung, die wir demnächst fertigstellen wollen, zu dem Ergebnis kommt, dass nicht mindestens die Hälfte der in Deutschland verkehrenden Güterwagen umgerüstet ist, dass wir uns dann ordnungsrechtliche Maßnahmen vorbehalten. Für diesen Fall bereiten wir bereits schon einen Verordnungsentwurf vor. Herr Kollege Gastel. Also die Problemlage ist ja die, dass nicht alle Güterwagen, die in Deutschland unterwegs sind, auch im nationalen Register registriert sind. Das heißt, es sind auch Fahrzeuge, die in anderen Ländern Europas registriert sind, auf deutschen Gleisen unterwegs. Die tauchen dann in der Statistik, die Ihnen ohne weiteres zugänglich ist, nicht auf. Aber wenn man tatsächlich das Ziel Halbierung des Güterlärms bis 2020 erreichen möchte, dann muss man natürlich auch die Wagen, die aus dem Ausland kommen, entsprechend berücksichtigen und darauf schauen und darauf drängen, dass die auf leisere Bremssysteme umgerüstet werden. Deswegen ist die Nachfrage an Sie, Herr Staatssekretär Bartle, die, inwieweit die Bundesregierung das nationale Fahrzeugregister überhaupt für geeignet hält, um zu überprüfen, was auf den Gleisen in Deutschland unterwegs ist, oder ob es nicht auch eher die Fahrleistung der Wagen ist, die hier zugrunde gelegt werden müsste, um die Entwicklung des Lärms auf der Schiene tatsächlich beobachten und beurteilen zu können. Herr Staatssekretär. Vielen Dank. Ich will zur Ergänzung meiner Antwort hinzufügen, dass wir uns nicht nur auf das nationale Fahrzeugregister des Eisenbahnbundesamtes verlassen, sondern dass wir zahlreiche weitere Datenquellen auswerten wollen. Dazu zählen zum Beispiel das zentralisierte europäische Fahrzeugeinstellungsregister, European Centralized Virtual Vehicle Register, ECVVR abgekürzt. Dazu zählt das Umrüstregister für die Verwaltung des Förderprogrammes des Bundes. Dazu zählen die Daten des Statistischen Bundesamtes sowie die statistischen Verkehrsdaten der europäischen Nachbarstaaten. Wir greifen auch auf Daten und Angaben der DB Netz AG zurück und versuchen auch Daten und Angaben aus dem gesamten Sektor auszuwerten. Sie sehen, da gibt es eine Reihe von Daten auszuwerten, damit wir dann zu einem Ergebnis kommen, dieser Evaluierung zum Ende des Jahres 2016. Herr Gastel. Da passt dann meine zweite Frage, glaube ich, auch ganz gut dazu. Wir hatten in einer kleinen Anfrage gestellt, welche Laufleistung mit leisen Güterzügen erbracht wird. Und Sie hatten für das Jahr 2015 den Anteil von leise abgerechneten Trassenkilometern im Güterverkehr mit 16% angegeben. Und jetzt ist die Frage, aus welchem Register stammen diese Angaben? Was ist die Quelle für diese Zahl, die Sie uns genannt haben? Das müsste ich Ihnen schriftlich nachreichen, Herr Kollege Gastel, liegt mir momentan nicht vor, aus welcher Quelle diese Zahl stammt. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Damit sind wir am Ende unserer Fragestunde. Ich unterbreche die Sitzung. Und wir nehmen die Sitzung wieder auf um 15:35 Uhr mit der Aktuellen Stunde.